Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Niki und heute gibt es ein Video zur Selbstfürsorge. Es ist ganz oftmals so, dass wir gut gelaunt sind und alles flutscht und alles ist ganz wunderbar. Aber manchmal, da ist es eben auch so, dass wir nicht ganz so gut drauf sind. Vielleicht traurig sind, möglicherweise trauern wir sogar um etwas oder wir fühlen uns einfach grundsätzlich gerade ein bisschen gedämpft. Und in unserer Gesellschaft ist es aber ganz oft so, dass das nicht so wirklich gern gesehen wird, wenn es uns nicht gut geht. Und deswegen sagen wir auch, wenn uns jemand fragt, wie geht's dir, meistens einfach, hey, uns geht's voll gut, alles fein. Aber das ist nicht immer der Fall. Und dieses Video heute, das soll dich dabei unterstützen, dass du auch die traurigen Zeiten annehmen kannst und dass du dich auch oder besonders in diesen Zeiten umarmen kannst, dir Selbstliebe schenken kannst und damit du einfach weißt, es ist okay, auch mal traurig zu sein. Es ist okay, einmal nicht gut drauf zu sein und wir müssen nicht immer irgendetwas draufpappen, eine gute Laune oder irgendetwas, was uns gerade gar nicht entspricht. Und es heißt ja, es gibt zwei Varianten, um Emotionen rauszulassen. Das eine ist das Lachen, das andere ist das Weinen. Und möglicherweise kannst du die Zeit heute auch für dich einfach nutzen, in diese Traurigkeit auch ein bisschen reinzugehen, zu schauen, wo ist die Ursache dafür. Wenn du möchtest und kannst, kannst du sie während der Einheit immer mehr und mehr loslassen. Oder du umarmst sie und du weinst und lässt auf diese Weise auch los. Ich wünsche dir eine kuschelige Zeit. Und lass uns bitte im Liegen beginnen. Na, komm in die Rückenlage hinein. Bring deine Füße erstmal auf die Matte, dann lass die Knie auseinander sinken. Bring die Fußsohlen zusammen. Bring deine Hände entweder beide auf deinen Bauch oder eine Hand auf deinen Bauch und die andere Hand auf dein Herz. Jetzt atme hier ruhig ein und aus. Schenk dir die Zeit, einfach nur mal anzukommen. Spür bewusst dein Einatmen, dein Ausatmen. Und atme mal tief in den Bauchraum hinein. Und vollständig wieder aus. Atme ruhig weiter. Wir werden eine kleine Atemübung machen. Da kannst du einfach meinem Atemrhythmus ein bisschen folgen. Atme nochmal tief ein hier. Atme aus. Jetzt atme ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs und aus. Zwei. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aus. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aus. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aus. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aus. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aus, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt erlaubt deinem Atem wieder frei zu fließen. Spür nach, was das mit dir gemacht hat, wie es dir geht immer wieder mal. Spürst du in dich rein, was diese Praxis mit dir macht. Jetzt das Atmen, später das Bewegen,
Jetzt gerade das Verweilen. Spür nach. Atme nochmal ruhig ein. Atme aus und beginne langsam die Beine zu schließen. Hast die Füße aufgestellt, löst langsam die Arme von Bauch und Herzen, breit die Arme aus und atme ein, heb dein Gesäß hoch, bring es weit rüber nach rechts und lass deine Beine dann nach links sinken für einen liebevollen Twist. Leg die Beine über, alle beiden Schulterblättern tief zu senken. Atme ruhig ein hier. Ruhig aus. Ruhig ein und aus. Zieh den Bauchnabel nach innen, komm langsam zurück zur Mitte. Bring dein Becken zurück zur Mitte, dann heb dein Gesäß wieder hoch, atme ein. Bring dein Gesäß nach links rüber und lass die Beine nach rechts sinken. Leg die Beine übereinander, atme beide Schulterblätter tief. Dein Atem fließt, sei einfach mit dem, was ist. Genau so, wie du dich jetzt gerade fühlst, ist es okay. Und das ist ganz wichtig für uns, dass wir Emotionen zulassen können. Nicht nur all die Happy Vibes, sondern einfach auch mal mit dem sitzen oder in dem Fall jetzt liegen und mit dem sein, was ist. Atme nochmal tief ein, atme aus, komm langsam zur Mitte zurück. Atme ein, zieh die Beine zu dir ran und greif zu deinen Kniekehlen und beginne dann langsam nach vor und nach hinten zu rollen und dich aufzusetzen. Findest du einen aufrechten Sitz und du bringst nochmal eine Hand auf dein Herz und die andere Hand auf deinen Bauch. Ich möchte dir gerne, während du hier sitzt und atmest, eine Affirmation mitgeben, die dir vielleicht einfach dabei hilft, da zu sein, wo du jetzt bist. Und wenn du traurig bist, wenn du trauerst, wenn es dir nicht gut geht, dann ist es wichtig auf der einen Seite, dass du das wahrnimmst und auf der anderen, dass du auch spürst, dass da immer noch etwas ist, das dich leitet, das dich beschützt und das dich hält. Und diese Affirmation, die hilft dir dabei, dass du in solchen Zeiten die Hoffnung nicht verlierst. Und dieser Satz ist, ich bin umgeben von Liebe. Ich bin umgeben von Liebe. Und wenn wir von Liebe umgeben sind, dann kann und darf da alles sein. Und du darfst ganz du selbst sein. Und mit allem, was gerade in dir ist. Atme nochmal ruhig ein. Atme aus, blinzel die Augen auf. Und mit der nächsten Einatmung, du löst die Arme, hebst du sie hoch. Und mit der Ausatmung bringst du die Hände seitlich tief zum Boden. Bring deine Fingerspitzen zum Boden, stütz dich ab und heb dein Brustkorb hier. Atme ruhig ein. Und ausatmen, bring die Hände zurück vor dein Herz. Heb die Arme wieder über die Seite hoch. Atme ein. Bring die Hände tief, atme aus. Fingerspitzen zum Boden, heb deinen Brustkorb, einatmen. Und Hände vors Herz aus. Ein letztes Mal, Arme gehen hoch, atme ein. Hände seitlich, atme aus, stütz dich ab, heb dein Herz, atme ein. Hände in Anjali Mudra, atme aus. Heb die Arme hoch mit der Einatmung. Mach einen liebevollen Twist nach rechts mit der Ausatmung. Die linke Hand auf dein rechtes Knie, rechte Hand kommt hinter dich. Ich spiegel dich in dem Fall. Du hebst dein Brustkorb mit der Einatmung. Sanft öffnest du mit der Ausatmung. Nochmal einatmen hier und aus. Und die Mokka kommt auch ein bisschen zu uns mit der Einatmung. Heb die Arme wieder hoch.
Ausatmen, bring deine rechte Hand auf dein linkes Knie. Atme ein, heb dein Herz. Atme aus und öffne. Ruhig atmen. Noch einmal mehr tief ein. Und aus. Heb die Arme wieder hoch mit deiner Einatmung. Und ausatmend kommst du in den Vierfüßlerstand hinein. Und in deinem Vierfüßlerstand bringst du deine Hände unter deine Schultern, rotierst die Hände leicht nach außen und hebst dein Herz in die Kot, ziehst dich lang. Atmest aus, rundest deinen Rücken. Einatmend wieder Herz heben. Ausatmend runden. Zwei mehr. Einatmend dein Herz heben. Ausatmend runden. Ein letztes Mal. Einatmend dein Herz heben. Und jetzt wanderst du mit deinen Händen weiter nach vor. Und mit deiner Ausatmung beginnst du die Unterarme mal abzulegen. Ist ein bisschen angenehmer so. Und beginnst dann deinen Brustkorb Richtung Boden tief zu bringen. Bring deine Stirn auf den Boden. Und wenn es für dich passt, dann kannst du die Unterarme heben und du kommst auf deine Fingerspitzen. Wander mit den Händen gerne ein bisschen weiter auseinander und heb die Achselhöhlen hoch Richtung Decke. Ein Anahata Asana. Lass dein Herz schmelzen, lass dein Herz weich werden mit der Affirmation, ich bin umgeben von Liebe. Atme nochmal ruhig ein hier. Atme aus und komm langsam zurück. Leg die Unterarme wieder ab, stütz dich hoch. Wander mit den Händen weiter zurück. Komm in deinen Vierfüßlerstand, nicht in den Vierfüßlerstand, in den Fersensitz hinein. Und öffne die Arme weiter. Atme ein. Ausatmung, umarm dich. Bring deinen rechten Arm über deinen linken. Bleibe kurz hier. Ich bin umgeben von Liebe. Atme tief ein. Atme aus, halt dich fest. Und dann langsam löst die Umarmung, stell die Unterarme auf, bring die Handflächen ineinander für Garuda-Arme. Und von hier hebst du die Ellenbogen nach vorne und hebst die Unterarme nach oben und du hebst deinen Brustkorb. Weite dein Gesäß nach hinten, heb dein Herz. Atme tief ein und aus. Nochmal einatmen und aus, langsam lösen, öffne die Arme weiter, atme ein. Und mit der Ausatmung umarmst du dich nochmal, bringst deinen linken Arm über deinen rechten. Gib deine liebevolle Umarmung, nochmal die Affirmation, die in deinem Herzen flüstert. Ich bin umgeben von Liebe. Tief einatmen und aus. Langsam löst du die Umarmung, stellst die Unterarme auf, während dein Atem fließt, greifst die Hände ineinander für Garuda und von da aus ziehst du die Ellenbogen nach vorne, ziehst die Unterarme hoch und hebst dein Herz dabei. Ruhig einatmen. Ruhig aus. Nochmal ruhig ein. Und aus, langsam lösen bitte. Öffne die Arme, atme ein. Bring die Hände nach vorne, atme aus. Und komm in den Vierfüßler mit der Einatmung. In den herabschauenden Hund mit deiner Ausatmung. So in deinem herabschauenden Hund beginnst du die Knie zu beugen und zu strecken. Kurz genießt du es einfach da zu sein, zu spüren, was du tust. Hebst dann deine Fersen hoch, beugst die Knie, weitest dein Gesäß nach hinten, nach oben. Drück dich mit den Händen vom Boden weg. Atme tief ein hier. Atme aus. Und dann geht dein rechtes Bein nach hinten hoch. Atme ein. Mach einen Schritt nach vor zu deinen Händen mit der Ausatmung. Kreis hier deinen rechten Arm nach hinten hoch, atme ein und bring ausatmend die rechte Hand nach innen neben deinen Fuß. Setz die linke Fußfläche nach
innen ab, so dass es so, dass die Ferse nach innen abgesetzt ist. Kreis deinen linken Arm nach hinten hoch in den seitlichen Winkel. Dreh den Oberkörper auf. Roll die linke Schulter nach hinten. Schau gerne zum Boden tief. Wenn die rechte Hand zu tief unten ist hier, legst du den rechten Unterarm auf deinen rechten Oberschenkel ab. Roll beide Schultern nach hinten. Atme nochmal tief ein. Zieh den linken Arm über deinen Kopf. Atme aus. Dreh den Oberkörper auf, atme ein und ausatmend kommen beide Hände tief. Du wanderst zur Mitte zwischen deinen Füßen, bringst die Füße parallel in die Grätsche, hebst hier dein Herz, weitest dein Gesäß nach hinten, atmest ein, fließt tief, atmest aus. Zwei mehr, Herz heben, hier einatmen und wieder tief fließen aus. Ein letztes Mal, Herz heben, atme ein. Jetzt tief fließen mit der Ausatmung und du bleibst jetzt hier in dieser Vorbeuge. Und ich hoffe, man hört mich noch, mein Pullover beginnt sich da langsam ein bisschen selbstständig zu machen. Bleibe da, beug die Knie, zieh deinen Steiß hoch Richtung Decke, wander mit deinen Händen weiter zurück auf die gleiche Ebene wie deine Füße. Und wenn du magst, kannst du dir mit jeder Ausatmung hier jetzt vorstellen, wie die Traurigkeit über deinen Rücken von dir wegfließt. Mit jeder Ausatmung. Aber wenn du das Gefühl hast, du möchtest die Traurigkeit noch mehr wahrnehmen, noch länger da sein lassen, einfach spüren für dich. Und das ist einfach auch wichtig, dass wir Emotionen zulassen. Da verweilst du hier einfach und stellst dir vor, wie du mit jeder Einatmung ganz viel Licht und ganz viel Liebe einatmest über deinen Rücken. Und du kannst diese Kraft aus der Erde ziehen. Mit jeder Einatmung lässt du sie reinsinken zu dir. Die Wärme, die Liebe, das Licht. Und mit jeder Ausatmung, wenn du magst, lässt du Traurigkeit von dir wegfließen, über den Rücken tief. Und Mutter Erde nimmt es auf und lässt es von dir wegfließen. Nochmal einatmen, bitte. Und aus. Und dann langsam kommst du wieder hoch, richtest dich auf und wanderst zu deinem rechten Fuß zurück in den Sprinter. Stützt dich mit den Händen ab und hebst dein rechtes Bein nach hinten hoch, atmest ein, kommst in den herabschauenden Hund, atmest aus. Setzt die Knie für einen Moment ab mit der Einatmung und heb dein Herz. Ausatmend rundest du deinen Rücken. Einatmend dein Herz wieder heben. Und komm in den herabschauenden Hund. Ich drehe mich auf die andere Seite, damit ich dir dann nicht ganz den Rücken zudrehe. Du bist im herabschauenden Hund, dein Atem fließt. Und von hier hebst du dann dein linkes Bein nach hinten hoch. Machst einen Schritt nach vor zu deinen Händen. Dein linker Arm kreist von hinten hoch. Und mit der Ausatmung nach innen. Nimm den linken Fuß, du setzt die rechte Ferse nach innen ab, kreist deinen rechten Arm nach hinten hoch und bist hier, atmest im seitlichen Winkel. Oder du legst deinen linken Unterarm auf deinem linken Oberschenkel ab, rollst beide Schultern nach hinten, hebst deinen Brustkorb, atme hier ruhig ein, zieh den rechten Arm über deinen Kopf, atme aus, heb deinen Brustkorb, tiefe Atemzüge. Ich bin umgeben von Liebe. Lass uns das nie vergessen, auch wenn es schwer ist manchmal in unserem Leben, auch wenn wir ganz viele Dinge durchmachen und erleben. Immer, immer sind wir umgeben von Liebe. Immer bist du umgeben von Liebe. Atme nochmal tief ein. Ausatmend, komm langsam tief, komm zur Mitte, bring die Füße parallel, beug die Knie leicht und von da aus kommst du langsam mit deinem langen Rücken hoch. Du hebst die Arme nach oben, atmest ein. Bringst mit der Ausatmung die Hände in deine Hüften. Heb hier deinen Brustkorb und bleib für einen Moment. Deine Fußsohlen erden. Tiefe Atemzüge. Heb dein Herz, bring die Ellenbogen mehr nach hinten. Noch für zwei mehr. Ruhig einatmen. Und aus. Nochmal ruhig einatmen
Und mit der Ausatmung kommst du in die Goddess Pose, bringst die Füße nach außen, 45 Grad und senkst, beugst deine Knie, senkst die Hände auf die Knie. Atme hier ruhig ein. Bring mit der Ausatmung deine rechte Schulter zu deinem linken Knie. Einatmend, komm wieder zurück zur Mitte. Ausatmend, rechte Schulter Richtung, linke Schulter Richtung rechtes Knie, Verzeihung. Einatmend, komm wieder zurück zur Mitte. Ausatmend, rechte Schulter, linkes Knie. Einatmend, zurück zur Mitte. Ausatmend, die andere Seite. Dann komme langsam wieder zur Mitte, richte den Oberkörper mehr auf, bring deine Hände in ein Garuda Mudra. Du hackst die Daumen ineinander, deine Hände sind wie Flügel, die Fingerspitzen vor deinem Herzen. Zieh dein Schambein Richtung Bauchnabel, heb deinen Brustkorb, schließ deine Augen. Geh nochmal zu deiner Affirmation, ich bin umgeben von Liebe. Mit der nächsten Einatmung öffne die Arme ganz weit, richte dich auf, streck die Beine. Ausatmend komm zurück zu deinem linken Fuß in den Sprinter. Bring dein linkes Bein nach hinten hoch, atme ein. Komm in den herabschauenden Hund, atme aus. Setz die Knie am Boden ab mit der Einatmung und komm in den Fersensitz. Mit deiner Ausatmung. Bring eine Hand auf dein Herz, bring die andere Hand auf deinen Bauch, schließ deine Augen. Spür, was da ist. Erlaub dir ganz, du zu sein. Vielleicht hast du dich mit jedem Atemzug ein bisschen leichter gefühlt. Erlaub dir wahrzunehmen, die Liebe um dich herum, die dich trägt, die dich auch durch schwere Zeiten trägt. Du bist nicht allein. Und du bist wunderbar. Einzigartig und genau richtig, so wie du bist. Vertraue auf dich. Vertraue auf deine innere Stärke und auf dein leuchtendes Herz. Und erlaub diesem Leuchten in deinem Herzen, dass es für dich einen Weg aus der Dunkelheit findet. Löse langsam die Hände, kreise über die Seite hoch, atme tief ein. Bring die Hände zusammen über deinen Kopf, bring sie zu deinem dritten Auge für liebevolle Gedanken. Bring sie zu deinem Mund für sanfte Worte und zu deinem Herzen für ein Herz voller Liebe und Mitgefühl für dich und alle Wesen dieser Welt. Namaste. Vielen Dank, dass du heute mit mir warst. Vielen Dank, dass wir gemeinsam praktizieren konnten. Danke für dein Vertrauen in mich, dass du in einem sehr verletzlichen Zustand auch, in dem wir einfach sind, wenn wir traurig sind, dass du da mit mir auf die Matte gegangen bist. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Ich hoffe, du fühlst dich ein bisschen leichter. Ich hoffe, du fühlst dich unterstützt und getragen. Und wenn es dir gut getan hat, schreib mir gern in die Kommentare unter dem Video hinein, wie es für dich war. Wenn du mich mal live erleben möchtest, dann geh gern auf yoga-live.at. Da findest du Zoom-Live-Klassen und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen bei dir im Wohnzimmer. Alles, alles Liebe für dich und bis ganz bald.